So, hier haben wir wieder einmal eine Gurke und zur Abwechslung nicht von mir, sondern von Luns. Und zwar der volle Drachen. Das heißt, 5er Luftabwehr, niedrige Basis sollte eigentlich ein Problem sein. Ist es aber in dem Fall. Und ich zeige euch gleich, was schiefgegangen ist. Es ist nur eine Kleinigkeit. So, er blitzt einmal die rechte Luftabwehr. Das ist okay. Hätte ich genauso gemacht. Und mein Plan wäre gewesen, hier an Drachen ansetzen, hier über die mitgehen, die Luftabwehr mit Drachen killen, die Bogen mitnehmen. Der geht auch durch und dann hier Ballone, die dann so reinfliegen und die Luftabwehr killen. Eventuell könnte man auch hier ansetzen, dann geht es, ist der Weg noch etwas kürzer. So. Und der Fehler, den er jetzt macht, ist, dass er keine Drachen ansetzt. Das heißt, er zieht ihn da so ein bisschen nach außen und nicht nach innen. Und Problem 2 ist, er kommt jetzt zufällig mit dem äußeren Drachen hier zuerst in den Radius der Klärenburg. Und jetzt kommt der Drache raus und zieht die mittleren Drachen alle so. So weg. Während dadurch, dass da die Gebäude nicht weg sind, die Drachen auch so leicht weggezogen werden und daher ein kleines Vakuum entsteht. So, die Drachen schaffen es wieder hinein, aber sie haben keine Wut mehr. Die Wut, die hätte auch so gesetzt gehört, dass die Drachen, wenn sie auf die Luftabwehr schießen, noch in der Wut stecken. So, und es geht sich hier leider nicht ganz aus. Jetzt kommt eine suchende Luftmine noch dazu. Drachen gehen links über die Flanke und geht sich eben nicht ganz aus. Und jetzt bleibt die Luftabwehr stehen. So. Rest fliegt herum und immer wenn die Drachen herumfliegen, fliegen sie meistens dann einzeln zur Luftabwehr hinein und das endet in den seltensten Fällen gut, wie man hier sieht. Na ja.